Hey ho und herzlich willkommen zurück auf den tollen Maskenball. Den tollen Maskenball. Oh Gott. Das sind interessante Tasten. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, anscheinend nicht, du bist hier gerade vorbeigerannt. Okay. Gott, das war knapp. Zigaretten-Shuttle der Boyles. Okay. Herald Dice. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, anscheinend. Stell dich nicht rein. Wie kommt ihr jetzt alle wecken? Oder wart? Also ich glaube, das sind die Schwestern da drin. Okay. Sie sind es, nicht wahr? Ich hatte mit den Plänen des Lord Regenten nichts zu tun. Ich flehe Sie an. Bitte glauben Sie mir. Ich versuche nur in dieser furchtbaren Mensch. Sie werden es tun, nicht wahr? Bitte tun Sie Sie kommen nicht gegen Ihr Wesen an. Nicht auf diese Weise. Nicht so. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Worauf warten Sie noch? Bringen Sie es hinter sich oder lassen Sie mich Sie gehen? Sie hätten einen schönen... Ich hab doch gar nichts gemacht. Nicht. Übertreibt halt. Ich glaube nicht, dass sie das sind. Um ehrlich zu sein. Ja, das ist logisch. Lady Boyle und Lady Ball. Was, ist die gestorben oder was? Alles gemacht. Da, was? Die ist einfach so gestorben? Warum? Stirbst du denn einfach so? Frauen. Ja, aber woher soll ich jetzt wissen, dass es die richtige war? Oh, was ist denn hier? Ja, aber, mein Ziel ist doch nicht fertig. Ja, würde ich ja gern. Ich meine, jetzt weiß ich, was er trägt. Die tragen alle drei dasselbe. Ich könnte auch einfach als Halber einfach alle drei umbringen, aber das wäre ja zu einfach. Och, nicht der Fuzzi. Och, jetzt habe ich ja aus Sinn schon jemanden umgebracht. Also eigentlich könnte ich den Rest einfach auch gleich umbringen. Okay. Ich habe Weiß. Weiß ist tot. So. So, haben wir den Schmeidi nicht. So, tragen wir dich mal mit. So. Ach Gott, hier gab es auch noch was. Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Ja, ich habe sowieso nichts zu lachen. Irgendwie ist alles nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte. Ich guck, ob ich hier runterkomme. Hopp. Ich will. Der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Tada. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Hierher! Nein, ich wollte dich doch töten. Vorher. So. Aua! Ach, jetzt hör doch, stirb doch einfach. Danke. So. Yay! Ich will mich gerne unterhalten. Ja, was trägt. Was? Wo war denn jetzt einer? Attentäter! Ich will eigentlich nicht, mich nicht durchprügeln. Hilfe! Irgendjemand! Ja! Ich brauche Hilfe! Bitte
Oh Gott, ihr seid doch. Zurücktreten! Stirb, du Spinner! Oh, jetzt. Wisst ihr was? Ich mach mal was ganz Neues. Sterben. Ja, sterben mache ich. Das war viel zu einfach. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ja, das war ja alles noch nicht mal geplant. Ich weiß nicht mal, warum ich jetzt schon. Keine Ahnung. Alarm, sofort! Okay. Ja, mach du mal Alarm, ist okay. Alter, das sind gute Leute. Ey, wenn ihr ballert, ist ja gut. Mach ich das auch. So. Jetzt den Alarm deaktiviert, sehr schön. Eine Ratte, so. Ich will auch keine Fähigkeit benutzen, davon abgesehen, aber. Da ist gut jetzt. Da. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Ich glaube, ich will euch hoch und töte sie alle. Allesamt. Ah, ich habe gerade links den, ich muss dann. So. Ist gut. So. Lebt's noch? Ach, du bist hinten das. Ja, komm näher, dass ich dich umbringen kann. Wenn das alles egal ist. War mein Ziel. So. Ich weiß immer noch nicht. Nee, Leuten bestimmt nicht. Gut, jetzt haben wir das irgendwie gemanagt, aber nicht so, wie ich wollte. Definitiv nicht so, wie ich wollte. Na, da kommen Ausreifen, kommen die auch noch. Ja, jetzt sind wir schon wieder hier. Jetzt renne ich gerade nur im Kreis. Ja, dann muss ich doch da hoch, mehr oder weniger. Kann ich mich da hier durchteleportieren, ohne dass ich verrecke? Ich glaub's nämlich nicht. Deswegen lassen wir das mal. Ja. Ah, hier kann man noch lang, okay. Ja, ja. Ja, wie sieht, was sagt mein allwissendes Auge? Oh, das ist ja was für zu trinken gibt. Ja. Ich glaube, so viel dazu. Und hier drin. Oh, cool. Waschbecken. Oh, mal was trinken. Alles klar. Zack, zack, zack. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Ist ja noch einer. Jesus. So. Da auch noch ein paar. Hilfe! Oh Gott, bist du putzig mit deinem Kostümchen und du erst. Ja, dich raube ich erstmal aus, du. Oh. Ich rauche mich auch erstmal auf. So. Ist echt nett, dass ihr mich eingeladen habt. Möchte denn sich keiner unterhalten, was die Pendleton. Was die Leute denn für Kostüme tragen? Mann. Ich würde auch ganz nett fragen, aber ich glaube, es erinnert euch daran, dass ich alle drei umbringe. Ich habe mir ein anderes übrig. Hab sie schon alle ausgeraubt, getötet, Mord.
Manch bin ich ein netter Kerl. Zack, nochmal mein Auge hier. So. Mhm. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Oh, Schlüssel zum Wal. Wer hat denn den Schlüssel zum Walölschrank? Hat das nicht einer von den Leuten gehabt? Hattest du nicht einen Schlüssel zum Walfischrank? Nee, natürlich nicht. Na gut. Dann laufen halt jetzt wieder hoch. So eine Tür. Ja, wo ging es jetzt nochmal hoch? Toll, ich und meine Orientierung in diesem komischen Komplex. Ja, du bete. Aha. Ganz viel essen. Nom. Gut, dass wir hier so leise wieder durchgeschlichen sind. Kannst du mir eine Frage beantworten? Ja, ich würde dir helfen. Du musst es nur eine einfache Frage beantworten. So, findet man hier oben nicht eine Antwort, wer ist? Vielleicht wurde ich aber auch einfach zu früh erkannt. Hier nochmal Dildo. Danke. So, gibt es hier jetzt nicht noch irgendeinen Hinweis, den man finden kann? Ist ja furchtbar, ich habe sie alle ausgeraubt, sind alle ganz nett gewesen. Na, wie gesagt, ich komme halt hier an und, naja, bin halt das Gegenteil von nett. Ich töte einfach alle. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte durchschleichen und fand die Mission richtig cool. Dann komme ich einfach hier an und meine halt, ich bin der Käse, ja. Ah, so im Keller, nice. Lydia, Liebes, hier sind die drei Kleider für ihre Feier. Es schmerzt mich nicht kommen zu können. Ob Sie es verstehen, sicher, warum dem so ist. Ich weiß, Sie werden in Rot hinreißend aussehen. Ich habe eine Granatschüssel für Dumbledore beigelegt. Ah, okay. Die Rote müssen wir töten. Ich freue mich auf die Feuer heute Abend, auch wenn dort sehr viele langweilige Männer auf ihre Mission für eine vergebene schreckliche Stadt einen feinen jungen Musiker zu treffen. Jemand, der beispielsweise Camp Barlow schätzt und mir ein Lied von kombinieren könnte. Ah, okay. Ich hätte da ein bisschen was machen können. Schade, es wäre richtig interessant geworden, wenn man es so rumgemacht hätte. Wo waren die jetzt? Wenden. Natürlich ist die falsche gestorben, die ich zwar nicht umgebracht habe, die ist einfach, weiß was Gott, warum gestorben. So. Du. Tot. Verpufft ist sie. Da verpufft sie einfach. Ja. Ich meine, was brauchen wir uns denn? Wir brauchen jetzt eigentlich keinen Stress mehr machen. Was? Wo? Außen. Ah ja. Gehen wir erstmal hier runter. Naja, puff. Wir noch in den Tresor, in den Keller. Sorry, falscher Raum. Ja, also das war definitiv nicht so... Nein. Wenn du noch so weiter rumschreist, bist du auch noch das nächste Opfer. Einfach nur, weil ich es kann. Tut mir echt leid, ich wollte mich durchschleichen, das wäre eine richtig coole. Ich glaube, die Story mache, die Mission mache ich nochmal. Einfach nur, weil ich es kann. Nein. So, hilf mir doch. Was? Ja, da stolpert sie. Also die Leute sind hier verrückt. So. Was es hier drin geben würde, okay. Nochmal Tee. Eine Rune mit Arschloch. So. Jetzt gehen wir einfach mal zu Samuel. Nach draußen schließen die Mission ab. Kann mir denn niemand helfen? Ach, dir will keiner helfen. Ist doch. Ach, so. Ist nicht böse, ich will die Mission eh neu starten. Einfach nur, weil das eigentlich eine recht schöne Mission ist und ein Massaker. Ist definitiv nicht Teil meines Plans gewesen. Ich brauche Hilfe. Will mir denn niemand helfen? So. Ja, in Hof der Bolz gehen. So, kann man doch mal kurz gucken. Es gab doch noch einen Weg da oben zum Beispiel. Viel Vergnügen. Ja, darin ist keine. Die Party ist langweilig, die ist gestorben. Was soll ich jetzt mit ihm noch?
Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Cool. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihung, mein Lord. Wir fahren fort. Okay. Halt! Bleiben Sie da stehen. 3, 2, 1. Okay, bei 1 darf ich schon schießen. Ich sollte den gerade töten. Ach, machen wir Spiel laden einfach. Machen wir es anders. Gehen wir zu Samuel. Komm ich jetzt da am besten hin? Jetzt ist. Ich kapiere die Welt nicht mehr. Oh, jetzt lass mich doch einfach da durch! Gott. Ich will doch einfach nur. Oh, toll. Okay. Ui, das wäre ganz schön knapp gewesen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Nein. Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell. Gehen wir. So, mal gucken, wie das jetzt ausschaut. Was für einen Faktor wir hätten. Hoch. Ja, nee, das wollen wir wiederholen. Ja. Sorry, das ist einfach so spannend, dass man das irgendwie machen könnte. Ah, das kann man jetzt wieder nicht überspringen, oder? Natürlich nicht. Der Lord Regent legt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Also ich will definitiv nicht alle töten. Wenn ein, zwei Opfer zu verzeichnen sind, bitte. Sei es drum. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Aber die Story ist einfach viel zu spannend. Also jetzt rein theoretisch, weil wir wissen, wer das war. Können wir die Blauen oder die Frauen rot töten. So rein theoretisch. Achtung, Bürger. Räumen Sie die Straßen. Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Da wurden wir erkannt. Welcome ist doch kein Problem, oder? Ja. Guten Tag. Ihre Einladung, bitte. Ich habe keine. Letztes Jahr veranstaltet. Ich habe blutiges Messer, ist das okay? Ich kann Sie meine Einladung meine Einladung. Oh doch, deine Einladung. Hui. So. Ihre Einladung, bitte. Bitteschön. Hier ist meine Einladung. Die gleichen Kostüme in drei verschiedenen Farben tragen und wir müssen raten. Noch ein Rexen. Immer hier entlang, Sir. Also wir wissen auf jeden Fall, was wir hoch müssen. Da gab es dann was. Das wird sicher unfassbar lang. Und ich glaube, ich werde es einfach öfters mal speichern jetzt. Wenn wir es in Beinen haben, werde ich schon damit klarkommen. Harold ist stolz darauf, schwierig zu sein. So, und dafür wird dieser Part auf jeden Fall überlänger haben. Was für eine Maske. Wieder so ein Spiel. Weil wir die Mission jetzt nochmal machen. So, dann gucken wir, ob wir das Duell vielleicht hinkriegen. Direkt. Jetzt mal speichern wir aber vorher. Ist ja furchtbar. So. Ja. Pendleton? Komische Maske was immer noch. Was hat er mir zu sagen?
überspringen wir mal. Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Achso, ich habe vorhin einfach so irgendwie zwei Dinger überschnitten. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung, schauen wir, was sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Ja, okay. Das machen wir doch glatt. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, Lord. Wir fahren fort. Okay. Vielleicht war einfach nur Fell, dass wir die Waffe gewechselt haben. Bleiben Sie da stehen. Drei. Zwei. Eins. Okay. Dann war das erledigt. Und das ist noch ein toter Geist. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich so, ausraum tun wir auch noch, weil wir es können. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Okay, vielleicht gehen die jetzt weg. Ich tue mal so, als würde ich hier ein bisschen lesen. Also jetzt, wo das geschafft ist, können wir nochmal speichern. Also das mache ich jetzt nur, damit wir es durchkriegen von der Story her. Aber ich wollte es einfach nicht. Das ist so eine schöne Mission, finde ich. Irgendwie hoch. Ups. Ich hab das nicht gesehen. Ja, genau. Oh, das ist natürlich keine gute Idee, sehe ich gerade. Definitiv ist das keine gute Idee. Außer. Uiuiuiui. Schlechter stehen. Kein Zweifel. So, dann gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Ja, dass es verboten ist, ist klar. Aber das ist ja unser Ziel. Das werden wir sie vielleicht auch nicht ausrauben. Okay, wir sind drin, dann speichern wir nochmal. Ich weiß, ich speichere jetzt ziemlich oft. Aber es dauert ja nicht lang. So. Ja, ein bisschen ausrauben ist schon okay. Konnte man gut erwürgen. So. Wollen wir noch. War jetzt zwar nicht alles ausrauben, aber ein bisschen geht. So. Den konnte ich doch auch erwürgen, ohne dass man gesehen worden ist, oder? So sicher wäre ich mir dann nicht. Schießen wir dem hier erstmal ins Face. Oder auch nicht. Dann versuchen wir einfach durchzuschleichen. Das ist ja sogar möglich, ausnahmsweise. Aber jetzt ist es hier hinten drin. Ne, hier war es gar nicht. Verdammt, 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 verdammt. Sieht noch gut aus, sieht noch gut aus. Es war hier drin. Machen wir die Tür mal zu. Genau. Hier erfahren wir ja, wer ist. Ja. Ich meine, auf die Feuer heute Abend, auch wenn es dort viele langweilige Männer gibt, ja. Aber das, hä? Da fehlt doch jetzt ein Buch. Kapier ich nicht. Okay. Wir Gespräche führen müssen. Muss ich noch führen, okay. Ups, verdammt. Er hat da ist. So. Mhm. Ist ja
Verbot oder was? Schuh. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte... Oh, Gästeliste. Beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Okay. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Sie? Ein Gentleman? Reiten Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die Wer hat Sie eingeladen? Vermissen. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Und dabei kenne ich jeden. Ja, ja, ich das auch. Das wäre eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Was die meisten Leute vergessen, okay. Die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod. Sie, Sir, mit der Tätowierung auf der Hand. Waffen sind Sie sicher? Ich erinnere sonst bekommen Sie es mit der Waffe zu tun. Würde ich ja gerne, aber ich weiß nicht, wie ich die Waffen wegstecken kann. Oh, da hinten ist eine Rot, sehr schön. Unterhalten Sie mich. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute schwarz trägt. Trauert um ihren Ruf, nehme ich an. Oh. Außerdem trägt Lydia weiß. Das heißt... Oh. Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Sehr interessant, sehr interessant. Was sagt denn jetzt hier? Ältere Leute schwarz, mit zwei ist der Mottenmaske, Boot und mein Drink. Bist du unter mit Leuten schon mal erfolgreich? Ja. Ja, ist immer noch den Rot, aber irgendwie fehlte der Text. Egal. Beeindruckende Maske. Stehen Sie versuchen auf der Sie Miss White mit der Motte Maske Sie zu erraten, wer er ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Mogeln? Ah. Guten Tag, Sir. Ricardo's behauptet. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich recht gut. Das können wir wieder speichern. Okay. So. Oh, die Einzige, oh, ich bin hier so gehoben. Nein. So, wie bist kein Zutritt für Gäste. Naja, das haben wir schon herausgefunden, aber irgendwie bist du ja vorne durch die Gegend gelaufen. Hm. Sieht so komisch aus. So. Dann probieren wir einfach mal was anderes. Okay, ich kann zwar nicht spielen, aber egal. So. Hui. Aufpassen, hier schleicht sich jemand herum. Hey. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Natürlich. Haben Sie von Mrs. Brimsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. So, wie kommen wir jetzt am besten hoch? Ach, wisst ihr was? Wir werden einfach wieder nach draußen gehen. Da haben wir nette Leute getroffen. Hallo. Guten Tag. Na du? Willkommen im Haus Boyle. Versuche wieder ganz unauffällig hier hochzuklettern. Also nicht wundern, Leute. Nicht wundern. Der schläft noch. Wunderbar. Zup. Ja, dann gehen wir nochmal den verbotenen Stock. Vielleicht vorher speichern sollen. Und wir versuchen es mal. Vielleicht kann ich ihn einfach gleich, So. Jetzt alle schlafen. So. Sollte es ja kein Problem mehr sein. Jetzt urplötzlich. Ey, das ist jetzt noch nicht fair, oder? Oh, eine Ratte. Tote Ratte. Da gab es dann im Waverlys Zimmer einen Hinweis und ich war zu blind. Kann ja auch sein, kann ja auch sein. Okay. Du hattest den Schlüssel. Genau. Und liegt hier noch ein Hinweis rum. Das sind Stipitzen. Ja, nein. So eigentlich gerade kein Hinweis.
Warum war denn vorne der Hinweis da? War denn noch irgendwelche Optionen? Ah, alle drei, okay. Weil das heißt eins. Ah, dann war hinten noch eins, oder? Sollte vielleicht jetzt nicht so sehr rennen. Wenn ich auf diese Richtung gehe. So, aber vielleicht liegt der hinten. Das ist ja noch ein Schlafgemach, richtig? Nein, nicht wirklich. Ah, wo ist denn das dritte Schlafgemach? Das Ding ausfällt. Ist hier eine Tür und ich sehe sie nur nicht? Nee. Schubidubdub da, da, da. Ist ein Fenster. Ist eine Tür. Ah. Aber nicht das Schlafgemach, was ich mir erhofft hatte. Mhm. Ziemlich cool, dass es random ist. Das erste Schlafgemach war doch hier vorne gleich, genau. Oh, so ein Hieschens. Nochmal. Und da ist der Hinweis. Der Hinweis? Hier. Hier sind die drei Kleider für die Feier. Schmerz mich. Ja, rot. Immer noch rot. Nice. Sonst. Erstmal so, wir gehen wieder durch den Balkon. Und jumpen hier einfach runter. Kriegen zwar ein bisschen Schaden, aber es passt schon. So. Hey, das klappt doch echt gut, wenn man weiß, wie das funktioniert. Was für eine schräge. Schräge Maske. So. Jetzt muss ich doch noch irgendwie betören. Ja, hier ist der Zutritt nicht mehr verboten, das ist klar. Ich finde sie interessant. Ich mag das Zeichen auf ihrer Hand. Hey. Hallo, mein Hübscher. Hallo. Ich sehe schon doppelt, aber vielen Dank für das Angebot. Das klingt entzückend. Warum kommen Sie nicht mit mir? Oh, das geht aber easy. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Wussten Sie, dass... Wisst ihr was? Jetzt speichern wir nochmal schnell. Nicht, dass ich das Ganze jetzt verkacke. Ich will, wie gesagt, kein Massaker auslösen. Statt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden. Älter als die Aufsehen. Nur noch ein paar Drinks, dann lache ich über Ihre Maske. Oh, das ist aber nett. Ich will diesmal auch keinen anrempeln. Die Wache ist nicht mehr da, okay. Wie kommen Sie nur? Wir werden viel Spaß miteinander haben. Oh, ich hoffe, jetzt werden Ihnen... Doch, ganz ehrlich, könnte ich ihn verlassen? Ich würde es tun. Sie sind mehr mein Typ. Rätselhaft, schweigsam, beherrscht. Ich glaube, das wird ein ganz fantastischer Abend. Ich glaube, ich töte dich das nächste Mal, also wenn es die Leichen entdeckt, also die Schlafdinger. Fühle ich dich auf der Stelle. Aber es scheint schon ein Gemächer zu sein. Nice. Hier wären wir. Was sollen wir jetzt nur anstellen? Ich habe schon eine Idee. So, speichern wir nochmal. Und hoffen, dass wir jetzt fast unsichtbar zu Samuel kommen. Wir wurden mal nicht erkannt. Das ist ganz normal, wenn hier irgendein Fremder so. Was? Das war gerade schon seltsam. So, Samuel ist da hinten. Ah, da sind hier viele Wachen. Okay.
Okay. So war das natürlich nicht geplant. Vielleicht laden wir nochmal und versuchen uns noch durchzuschleichen. Oh, was war denn hier Schönes? Also alles nicht das, was ich gerne hätte. Ich hätte gern... Oh, Knochenartefakt finden ist halt auch praktisch. So. Jetzt sehe ich noch nichts mehr, um hier wieder rauszukommen. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach du Kacke, geht das hier tief runter. Autsch. Oh oh. Was? Ach, Ratten. Na gut. Jetzt sind wir vielleicht nicht geistlos hier durchgekommen, das ist auch okay. Weil übertreiben kann man es ja nicht immer. Aber dafür lief es ja extrem gut. Jetzt mit dem Rest. Durchgeschwommen komme ich jetzt natürlich nicht mehr wie vorhin. Wir können bestimmt auch den direkten Weg wählen. Oh, oder auch nicht. Da ist auf jeden Fall Samuel. Samuel L. Jackson. Okay, das geht. Das geht auch easy. Hui. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell. Ich hab gerne. Gerne. Das ist doch so schon viel besser gelaufen. Das ist mir auch so viel lieber. Gut erzogen. Niedrig, ja, Leichen. Jawoll. Ein Zivilist? Den haben wir dann getötet. Ja, Outsider-Schrein gefunden haben wir jetzt durch Zufall nicht. Aber, naja. Wir haben auf jeden Fall alles andere gemacht. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das, wie gesagt, viel besser und das war es mir auch wert, das Ganze nochmal zu machen. Lord Pendleton wollte uns hier treffen. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Vielleicht auch nicht. Aber ich denke, das werden wir im nächsten Part erfahren von Dishonored. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es freut euch, dass es dafür doppelt so lang ging. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Dishonored. Bis dorthin. Tschüdelü.